Jawohl! Kämpft weiter! So, der Gaukler ist weg. Das Salz auch. Also geben wir jetzt ein Fest. Alles klar. Hi. So, euch können wir wieder zusammenpacken. Wir haben ein Territorium eingenommen. Jawohl. Verstanden. So, nehmen wir mal Munitionskarren ein. Hi. Wie ihr wünscht. Sofort. Verstanden. Auf euren Befehl. Einsacken und Abmarsch. So, so wie es aussieht, ist nur noch der feindliche Ritter übrig. Also der feindliche, jawohl, der feindliche Marcus. In den Kampf! So, das heißt, wir machen das Tor kaputt. Erobert das Ziel! Erobert das Ziel! Jetzt hier noch mehr Munition. Erbeutet, was ihr könnt! Jawohl! Zum Angriff! Und zerstört das Lagerhaus. Angriff! Schießen noch mit Brandpfeilen drauf, dann geht's noch schneller. Wie ihr wünscht! Nicht aufgeben! Ihr mögt diese Schlacht gewonnen haben. Doch ihr werdet nicht lange genug leben, um eure Frechheit auskosten zu können. Na, das werden wir sehen. Wir haben es überstanden. Wir haben gewonnen. Ja, da freuen sich alle. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Die brauchen wir nicht mehr. Also ja, irgendwas lief an der Mission falsch. Ich habe sie nämlich doch anders in Erinnerung gehabt und ich habe auch nochmal nachgeguckt. Sie war früher mal anders. Früher war es nämlich so, erst mussten wir die drei Dörfer befestigen. Dann fing erst der Timer an zu laufen. Also in der Zeit, wo die Dörfer noch nicht befestigt waren, wurden sie angegriffen, so wie hier jetzt auch. Also mussten wir sie schnell befestigen. Als der Timer dann anfing zum Laufen, war erstmal Funkstille. Und nach dem Timer kam dann die Armee. Jetzt hier war es irgendwie ziemlich verbuggt, dass der Timer von Anfang an lief, die Armee vor dem Timer kam und auf einmal despawned ist. Ja. Und es einfach nicht richtig funktioniert hat. Aber gut. Wollen uns nicht beschweren. Wir haben immerhin eineinhalb, ja, 1,75 Stunden in diese Mission investiert.
Eigentlich noch viel, viel mehr, weil ich die Mission ja mal neu gestartet habe und neu geladen habe und alles. Vor allem nachdem unser Wollhandeldorf kaputt gegangen war. Aber ja. Gut. Guarana ist die nächste Mission nach Montecito. Und wie man sieht, wir dringen immer weiter ins Gebiet des Roten Prinzen ein. Nachdem wir uns in Janubo und Nalind Verbündete gemacht haben und auch in Geth und Tios. Ja. Unsere Verbündeten und unser Königreich wächst. Gut, gucken wir in Mission 14 rein. Guarana. Euer Majestät, ich fürchte, Kestrel ist verschwunden. Wahrscheinlich, um auf eigene Rechnung zu arbeiten. Doch ein anderes Weibsbild bereitet mir mehr Sorgen. Crimson Sabbat. Jetzt bietet sich eine Chance, sie anzugreifen. Guarana ist die Stadt von Crimson Sabbat und das Tor zu den Ländereien des Roten Prinzen. Ihre Stadt ist gut geschützt. Der einzige Zugang führt über eine große Brücke. Crimson Sabbat unterdrückt die umliegenden Dörfer Guaranas. Sie ist überzeugt davon, dass ihre Macht die Bewohner einschüchtert. Wir sollten unsere Siedlung hier errichten und die Dörfer umwerben. Machen wir sie zu unseren Verbündeten. Sie könnten eine wertvolle Hilfe für uns sein. Hm? Mein Zorn auf Crimson Sabbat ist grenzenlos. Lasst mich sie festnehmen im Namen der Krone. Eine heilige Frau mit viel zu viel Zorn, das könnte nicht gut funktionieren. Um nichts in der Welt will ich das versäumen. Ein Angriff auf Crimson Sabbat. Stoff für ein ruhmreiches Lied. Ja, Tordal. Eine Chance, die rechte Hand des Roten Prinzen auszuschalten? Lasst mich dies erledigen. Ich stimme zu, dass wir diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen sollten. Erlaubt mir, Crimson Sabbat zu beseitigen. Du warst das letzte Mal dran, Hakim, also. Wir spielen ein gefährliches Spiel. Ich melde mich freiwillig. Unsere Zahl sollte angesichts der Lage nicht noch weiter schwinden. Also ja, man sieht es hier wahrscheinlich nicht mehr so genau, aber es gibt einen Hafen und 4 Dörfer, mit denen wir uns verbünden müssen und auch Handel treiben können und werden wahrscheinlich. Also wäre der Händler wahrscheinlich die beste Wahl. Und ich liebe es zu handeln. Elias hat auch zurzeit noch nicht, gerade nicht viele Titel. Ich fand. Wenn wir uns die anderen ansehen. Okay, Anadra hat auch nur 2, aber 2 ja, hohe. Ich benötige Marcus weniger. Hat da die meisten. Nach einem und Todan hat auch nur 2. Aber wir nehmen Elias. Eine Wahl, Majestät. Wir erledigen den Rest. Ja. Zwar auch nicht ganz so genau, weil ich alles planen muss. Guarana ist die Heimat von Crimson Sabbat. Ihre rote Zitadelle ist gut geschützt. Der einzige Zugang ist eine Brücke. Wir werden die Zitadelle belagern und ihre Schreckensherrschaft ein Ende setzen. Wir befinden uns inmitten einer feindlichen Provinz und müssen mit starkem Widerstand rechnen. Wir sollten unsere Siedlung durch eine Stadtmauer schützen. Wir müssen das Vertrauen der hiesigen Dörfer gewinnen. Lasst uns den unterdrückten Siedlern von Guarana Hoffnung geben, indem unsere Stadt einen guten Ruf erreicht. Mhm. Ein guter Ruf, also das hier oben. Und ja. Siedlung mit einer Mauer befestigen. Sofort! Verstanden! Dafür gucken wir uns erstmal das Umland an. Überhaupt. Bauen die Metzgerei auch gleich aus. Bauen den zweiten Jäger hier. Inklusive Straße. Eine zweite Metzgerei kann auch nicht schaden. Ein kleines Banditenlager, hä?
Wie ihr wünscht. Ja, so wie es aussieht, die Nachbarn. Vergebt uns, Fremder, aber Crimson Sabbat hat ihre Augen überall. Bitte kommt wieder, wenn wir wissen, wie ihr eure Siedler behandelt. Auf euren Befehl! Sofort! Also ja, es gibt hier einen Weg runter. Also, wir haben gut was zu tun. Und ja, ich wollte diesen Holzfäller hier anschließen an die Straße. Okay, hier ist auch ein kleines Banditenlager. Und der Rest gehört Crimson Sabbat. Wie ihr wünscht. Ei. Alles klar. Ei. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Also ja, ein bisschen was sofort zu tun haben wir. Ei. Erstmal würde ich gerne den Bären hier oben leider loswerden. Wenn ich ihn mal wieder sehe. Verstanden. Ei, Wölfe. Ah ja, alles hier, Lagerhaus ist voll. Hier ist der Hafen. Gut. Alles klar. Lagerhaus voll. Na, das sollten wir schnellstens korrigieren. Jawohl! Auch unter anderem, indem wir für ein bisschen Getreide sorgen. Warum kann ich hier nichts platzieren? Sofort! Ach, weil da die Schützen im Weg waren. So, ist zwar die Weizenproduktion ein bisschen nah an der Stadt, aber wir können uns ja auch noch in die andere Richtung ausbreiten. So. Auf euren Befehl. Bauen wir als erstes die Burg aus. Jawohl. Wir können auch gleich schon Brot backen. Weiter nach diesem doof Bären umschauen. Also ja, hier geht's runter zum Stein. Das sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Weil hier unten ist alles relativ karg. Wenn man sich das so ansieht. Verstanden. Beschützt dies! Wie ihr wünscht. Sofort. Na ja, den Bären aushebeln, das ist einfach noch. Jawohl! Wenn ich wüsste, wo er stecken würde, der blöde Schon Bär. Unterwegs. Alles klar. Sofort.
Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Verstanden. Zum Angriff! Verstanden. Angriff! So. Schon unterwegs. Bären sind wir los. Jawohl! So, ein Weizenfeld hier geht noch.